runtergeladen wurde, dann ist nicht links abgebogen in den Tunnel von Alice Custom. Ladet ihr mich mal bitte ein? Ungefähr Karin Futo, ich weiß jetzt genau nicht, wie man das Auto nennt. Ja. Hm. Digga, er ist oben den Tunnel hochgefahren, er fährt jetzt wieder runter. Trax Malik, lädst du mich mal bitte ein? Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich denke, es ist ein Kleidungsladen. Ich habe ihn verloren, Junge. Wie wär's mal mit einladen? Ach so, ich hab nicht mitbekommen. Ich hab's mehrfach gesagt, ich weiß nicht, warum nicht die Kollegen das gesagt haben. Und MSAA auch, bitte. Ja, gerade eben bei dem einen Kasten, ich weiß nicht, wie ich den nennen soll. Da wurde eine Kleidungsladen ist. Ey Junge, warum fährt der mich jetzt an, Alter? Nein. Ja, fährt er weg. Richtig cool. Richtig cool. Ich hab einfach genug dann. Haben wir jetzt ja, Schuhe. Welche Farbe hat das Auto? Schwarz? Schwarz. Ah, schwarz, ja, schwarz. Besuch das ganze Gebiet. Die Person ist gelb nicht gekleidet. Hat lange Haare. Alles gelb? Nicht alles gelb, schwarz, auch das Rot, denke ich. Junge, warum ranfahren nicht diese kleine Hügel hier? Ja, das ist ja nicht. Gelb. So Leute, hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream auf meinem Kanal zu Let's Play GTA World Play, ja. Wir sind kurz davor, die 100 Abonnenten zu erreichen. Vielleicht erreichen wir die sogar heute. Es fehlen nur noch 8 Stück. Also Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, teilt diesen Stream, gebt eurem Freund Bescheid, es fehlen nur noch wenig bis zu 100, unglaublich, aber es war wirklich, es fehlen nur noch 8 Abonnenten und da gibt es ein Special. Also Leute, immer schön ein Abo da lassen, versucht es zu teilen, vergisst den Like nicht, damit es, und auch die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, dass ihr auch kein Video mehr verpasst. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir weiter los. Das kannst du nicht wundern, ich habe die Person verfolgt und Schuss voll da draußen. Also, damit sie damit nicht schaffen. Ja, das habe ich gehört. Das heißt, so. Die haben doch den Schlüssel zum PD, oder? Das PD ist aufgeschlossen. Wer denn? Er hebt mich ab, er hebt mich ab. Wer denn? Er liegt da auf. Ah, bitte, aber was ist der Pussy? Er fährt Alice Custom, oder doch? Was? Nein, nein, das ist so ein Bach, das ist so ein Zitterbach, das Alter, ja, das ist so ein Bach. Nee, nee, nee. Außer es ist eine Racheaktion. Steht es bei uns? Also ich war jetzt nicht dabei, aber... Du warst, also ihr wart hinter ihm her und er war nicht anders zu stoppen, ja? Hat er denn zurückgeschossen? Oder hat er versucht zu schießen? Also ich habe nichts mitbekommen. Ich habe... Was mit den anderen? Ich wollte gucken, ob es schon offen ist. Also ich kläre das kurz nochmal rein. Okay. So, es war keine Racheaktion, das heißt, du fährst jetzt weiter, die Verfolgung fährt, geht weiter. Und die müssen ohne mich rein, auch mein Auto, oder doch, hat wir können nicht. Warte, er lasst ihn reparieren, wir können ihn wenigstens. Also, wir dürfen aber auch nicht. Die Schussvoll noch immer draußen oder müssen wir jetzt wieder sagen? Schussvoll. Schussvoll ist immer. Links. Zuckerkei, was sagst du? Sagt lieber nochmal. Ja. Außer hat ein Schusscall gesagt. So, der Herr bleiben Sie stehen oder der öffnet das Feuer auf. Ja. Okay, I'll see you on the web. Stehen bleiben! Autobahn. Bei Autobahn, das gibt für freies Feuer öffnen. Marco, du darfst schießen. Jetzt kann er nicht mehr raus, So, aufsteigen. Die Hände hoch, los. Hände hoch. Aufsteigen, los, knallt. Jetzt die Auto raus. Aus dem Auto raus. Fluchtweg ist unmöglich, die müssen von uns ab. Hey. So, die Vorder ist festgenommen wegen Fahrerflucht. Gegen Behinderung der Justiz und gegen diese Verhandlung. Kommst du in den Dienst? Ich komme um 21 Uhr in den Dienst. Ja. Oh. Okay. Ich muss doch etwas machen bei der Firma. Okay, kein Problem. Ja, ciao. Ciao. Hier in diesem Dominator. So, habt ihr easy mitgenommen. Ich fahr vor. Commissioner, haben Sie schon das PD aufgeschlossen? Das PD ist offen. Okay, dann fahren wir zum PD. Wir fahren Eskorte, einer fährt vor. Wie wär's, wenn ihr einfach alle in ein Auto fahrt? Wo ist das Problem? Ja, aber ja, dann fahrt doch einfach mit dem Buffalo. Da passen 4 Leute rein. Ich bin ja FIB, ich bin ja, glaube ich, getrennt. Nein, es fahren alle zusammen Streife. Ja, machen wir geil. Wir steigen denn alle in meinen Stern. Geht abbiegen, einmal nach rechts. Aufpassen. Nicht so schnell fahren. Weiter geradeaus und dann links abbiegen. Also, jetzt fahren Sie mir erstmal den Surfer. Ich weiß, es kann nichts passieren. Mal rein, aber ohne was. Achso, ja. Jo, ist gerade für das FIB oder bei der Achso, ja, ich sag Bescheid, dass die dich einladen sollen. Ja, danke. Bitte, bis gleich. Könnt ihr noch Sneaksy einladen? Sneaksy. Ich zieh dich mit rein. Wir können nicht rein. Er ist mit der Dame. Ja, was ist mit der Dame? Sie beschuldigen mich, was ich nicht getan habe. Sie sagen, dass ich jemanden umgebracht habe, wo ich nicht meine Waffe habe. Wie, du? Ich hab nicht meine Waffe. So, also ich kann Ihnen gerne nochmal Akten einsicht vorlegen. Warum der Justiz, wir haben Sie aufrechtlich gebeten anzuhalten, wegen Shopraube. Shopraube ist hä? Unversuchter Flucht? What the fuck? Das ist doch bitte noch schnell. Hallo, der Herr, wie kostet ein Ticket? $3. Ey, Bruder, da muss ich mir runterhandeln, weil ich bin gerade echt nicht mehr. Ich bin gleich wieder da. Lass mich mal durch, bitte. Ja, lass mich doch mal durch hier. Mann, ey, wenn ihr mir im Weg steht, kann ich nicht rauskommen, ey. Ich weiß nicht, eigentlich. Ich war ein. Also. Ich krieg's aber nicht. Moin erstmal. Marlon? Ja, ich hatte dieses ungute Gefühl nicht los, dass dieser XX, der Boss, ich anhört wie Kevin der Grase. Oder? Ich auch. Das habe ich Spinito auch gestern so gesagt. Und er hat damit... Er hat sich danach nicht mehr gemeldet. Ich habe es ihm gesagt, er wollte mit ihm telefonieren. Also seitdem hat er sich noch nicht gemeldet bei mir. Ich hatte es nicht sehr nach angehört, aber hat ja schon irgendwie großen Stress mit dem gemacht. Nee, aber ich... Er soll eigentlich gar nicht auf den Server, Kevin der Grase. Ich weiß. Ich meine nur der Typ jetzt, der Boss, ob der schon mal Stress gemacht hat, weil dann könnte man eventuell erkennen, ob das vielleicht Kevin der Grase ist. Deswegen. Also bis jetzt hat er noch keinen Stress gemacht, aber er hört sich 1:1 an wie Kevin der Grase. Stimmt schon. Ich muss nochmal mit Spinito sprechen, aber ich erreiche ihn gerade nicht. Das ist das Problem. Ist er gerade in Gedanken? Wie viele seid ihr gerade bei mir? Sehr viele. 5 Leute. MSAA sind nicht im Dienst, hat er geschrieben. Oder gesagt. Mhm. Ja. Ich guck mal, ob ich das Paramedic mache oder ob ich PD mache. Okay, ich werde gleich mal den Bus ausprobieren. Muss ja auch bald hier langfahren. Aber vorher muss ich noch mit Spinito reden. Gut. Wir hören uns. Jo, alles. Jo, bis dann, ne? Bis dann, ciao. Warum hat die jetzt... Hey? Ja, also hatte ich doch recht, dass es Kevin der Grase war. Weil ich hatte so ein... Ich hab das Photoshop-Name angerufen, der ist auch Kevin da. Er hat gesagt, er wollte einfach nur mitspielen und den Typ ist weiter alles. Aber ich hab ihm gesagt, was macht das immer. Oh Mann. Ich meinte auch gerade zum Marlon gerade so, ja, er hat sich wirklich 1:1 an wie Kevin der Grase. Fand er auch. Perfekt. Vor allem das Komische war, er schreibt gestern erstmal mit seinem normalen YouTube-Account mir. Und danach kommt auf einmal XX der Bros. Also und Das ist halt selber als Vater echt was gekriegt. Also, so, dann schauen. Ciao. Leute. Leute. Alter! Bleib. Eigentlich schon. Oh, ein Bus. Ah. Hallo. Hallo? Darf ich einsteigen? Ja, oh, Entschuldigung, jetzt steige ich schon ein. Warten Sie, Sie kriegen $3 von mir. Oh, ich fahre die Rücktour noch mit. Wie viel kriegen Sie? $3, ja? Ist das nicht sehr, sehr ähnlich wie Weißerschaft ich habe ihn gefunden, ey, wirst du fast, du fragst mich für die? Bitte schön. Wirst du fragen, wirst du fast? Ich versuche mich jetzt, wirst du fragst, du kriegst mit einer EMP? Ey, ganz ehrlich, du bist selber dran schuld, der Boss. Dich an von dir. Ja, ich weiß, ich fand sie gleich. Ja, genau. Es war 100% Kevin der Grase, deswegen wurde er auch gebannt. Oh. Alter, wieso ist man so blöd und gibt man sich als jemand anderen aus? Ganz ehrlich, ich hab dich an der Stimme erkannt, Spinito hat dich an der Stimme erkannt, Marco King hat dich an der Stimme erkannt, dass du das warst, Kevin der Grase. Also wurdest du gerade zu Recht gekickt vom Server. Hallo? Hallo, geht's noch? Hey, was soll der Scheiß? Waffe weg. Packen Sie die Waffe weg. Waffe weg. Oh, falsche Waffe. Tony Montana, wir werden sie schnappen. Schusskopf auf die Reifen. Oh, falsche Waffe. Entweder am Kopf oder mit in die Brust. Okay. An die Kollegen, Fahndung nach Tony Montana. Er hat gerade mit einer Waffe gegen den Busfahrer gezielt. Trotzdem, Fahndung nach Tony Montana. Herr Busfahrer, bitteschön. Haben Sie Glück, dass hier das LSPD gerade war? Ich hab dir aber auch gestern gesagt, dass du nicht mehr rauf darfst und du gibst dich als jemand anderen aus, um auf den Account, auf dem Server zu kommen. Werden immer verfolgt. Okay. Ja, Der am PD gefeuert hat. Ich denke, der versteckt sich hinter dem Bus, der Typ mit dem weißen Verfasser. Was wollt ihr? Ich bin jetzt angelegt und ich stehe jetzt mit jemandem rausgehen. Was war denn sonst eigentlich der Fall? Sagen Sie mich, können Sie mich bringen, El Casino? Das war nicht passiert. Das war nicht passiert. Der Herr, das ist nicht mehr Fahrzeug, was mich umbringen wollte. Das sind richtige Hobbylose. Ich war da mein Fahrzeug an. Ein Waffenladen im Dach. Also ich wurden Handfesten und Fußfesseln angelegt und ich gehe jetzt mit in ein Auto. Ich weiß nicht. Ich gehe da mal außer die. Okay. Ich bin gerade jetzt drin. Wollte mich umbringen. Ich da hinten mal kurz um. Habt ihr Verstärkung oder so? Hallo? Herr Montana, stehen bleiben, Waffe weg. Ja, abgesprochen. Was ist hier los? Warum sind wir Schüsse gefahren? Das geht sich wohl erstmal gar nichts an. Erstmal stehen bleiben. Gegen sie liegt ein Haftbefehl aus. Arme nach oben. Arm nach oben. Oh, falsche Waffe. Bleiben Sie jetzt stehen, Herr Montana. Nein. Bleiben Sie jetzt stehen. Herr Montana, bleiben Sie jetzt stehen. Du bist doch offen, wir können einsteigen. Ach, Herr Montana. Aua, war das jetzt... Oh, scheiß Geisterpolizei, ey. Nein. Ist irgendjemand im TV? Ich bin in der Nähe vom Ich hab die Person festgenommen, die in die herumgeschossen hat. Ich bin in der Nähe von der Brücke auf der anderen Seite. Herr Montana, bleiben Sie da jetzt endlich mal stehen. Sonst erhöht sich Ihre Strafe noch mehr, wenn Sie jetzt nicht stehen bleiben. Waffe weg! Bleib nicht stehen! Es wird kein Feldsacker geben, der Herr. Hallo, bleiben Sie stehen! Herr Montana, aber jetzt... Perfekt. Ich bin voll auf Kanian. Scheiße, Scharfschützen gewährt, das wollten mich letztens auch umbringen. Gut, Schatz. Ich muss schon kurz ein neues Fahrzeug bestellen. Ja. Hier, so, warten Sie kurz. Handschellen angelegt. Fußfesseln angelegt. Alle Sachen abgenommen. Können Sie mal bitte weggehen, der Herr? Können Sie bitte wegfahren? Hier gibt's nichts zu sehen. Ein Kollege müsste mir bitte ID. Hallo, können Sie mal bitte wegfahren? Also bitte weg, geben Sie weg, der Herr. Okay. Lassen Sie mal mit dem hier hinterm Container gehen. Der Herr Paramedic. Ich zieh mal kurz mit. Ich nehme ihn kurz mit, weil hier sind Schaulustige. Ich muss einen Kollegen an die bitte, der von diesem Fahrzeug seine Rechte vorlegen kann. Ich begleite erstmal nicht das B. Also, ich brauche einen Kollegen an PD. Ja, ich bin schon weg, ich kenne die sich mit den Rechten aus. Hat ja schon mal eine Infusion bei den Kollegen im Bett. Der Herr ist die Person versucht zu flüchten, Alter, ich hab eine Frage. Wo läuft die Person? Wo läuft die Person? Oh, ihr redet jetzt gerade hier alle durcheinander in mir, das Shit. Oh, bitte nehmen Sie diese Person fest und sagen, wie man sie seine Rechte wollte. Das kann die gar nicht. So, sie sind voller Stress genommen. Sie müssen ihre Handschellen an, Fußschellen an. Die man von der Polizei begleitet wird. Hä? Hallo? So, Herr Montana. Was ist mit dem falsch, Alter? Ey, der gibt immer Kopfnüsse. Ja, Sie müssen nehmen Sie den einfach mit und lesen Sie seine Rechte vor. Seine Rechte sind gar keine, er hat gar keine. Weil gegen sie eine Fahndung ist. Und dann, und was sind die Leute? Sie kommen jetzt erstmal mit zum PD. Ja, oder Sie lassen mich wieder im Gottesdienst bleiben. Ich kann Ihnen auch sagen, wegen Straßen nicht. Der Herr hier vorne, der hat eine Suppe im Bauch. Kollege, kommst du mit? Wir haben Fußfesten und Handfesten, die dürfen sich hier nicht bewegen. Mein Kollege wird ihre Rechte vorlesen. Obwohl sie an die herumgeschossen hat, und versucht haben, Leute zu... Ja? Ich muss das Beispiel an Leute verlassen, dass ich das für die aufmachen muss. Können wir das irgendwie machen, dass ich eine Strafe zahlen muss? Ja, okay, dann sage ich kurz den Kollegen, dass wir kurz wegfahren von PD und dann... Machen wir es so mit der Strafe. Ja, ich kann eh nicht für die stimmt. Geht nicht. Okay, dann fahren wir jetzt kurz weg. Warte, ich kläre das kurz mit den Kollegen. So, Leute, kommt mal kurz in den Motorradclub-Chat, weil die sind mir zu laut im Jeder-Chat. So, Leute, Toxant und, M10 und... Trax Malik, kommt mal kurz her, bitte. Also, wir berechnen ihn eine Geldstrafe, weil er kann nicht mit runter in die Zellen. Das ist das Problem. Und er muss auch gleich weg. Er muss sich kurz schlafen legen. Deswegen. Wir berechnen ihn eine Strafe von... Warte mal, was ist denn jetzt los? Der schlägt mich die ganze Zeit, obwohl es erstmal ein Handfesten und Fußfesten hat und sie die ganze Zeit seine Rechte vorgelesen haben, obwohl er versucht hat... Das hat er gestern auch schon gemacht, Spinito. Ich mach's aber nicht so häufig wie du. Du hast es schon vor 2 Tagen auch schon gemacht, wo wir dich festgenommen haben. Hast du auch die ganze Zeit Kopfnüsse verteilt. Gestern Abend hast du Kopfnüsse verteilt. Man kann es auch echt übertreiben. Tausend an den Start und dann hat sich die Sache gegessen. Okay. Gut. Er hat die Erlaubnis, nur 1000 zu zahlen, wie gesagt, weil er kann nicht runter die Zellen. Das ist das Problem. Weil er kurz das PD abschließt und gleich wieder aufschließt. Er hat die Schlüssel für das PD. Dass ihr das schon mal wisst. Und er hat sowieso seine Geldstrafe bezahlt, das heißt, er ist jetzt wieder ein freier Mann. Ich gehe mal mein Fahrzeug. Herr Commissioner. Ja. Ich ruf Sie mal eben an. Wir müssen sowieso hier weg. Ja. Wo ist Tütschbein? Nach da. Warte. So, Herr Mohammed Ali, einmal mitkommen. Du kommst jetzt mit. Ich zieh dich. Ey, was soll das, Junge? Mega, was machen Sie hier? Ja, ich habe mir mein neues Auto gekauft. Extra fürs FIB habe ich mein neues Auto gekauft. Übernehmen Sie das alles? Wir müssen hier erstmal weg vom PD. Ja, ich hab meinen Nightjack verkauft, der ungefähr fast bei mir den Jungen ist. Nee, nein, ich kann nicht. Ich war beim Geldkasten, weil es kostet mein Auto bis 15 Minuten. Nein, ich will aber mein eigenes Auto fahren. Ich hab mein eigenes Auto. Ich muss eh noch 8.000 wegen der Hotelbar. Kollege, hast du jetzt ernsthaft eine Ampel hinten drin? Nein, lang, lang, gesamt daher, aussteigen bitte, Fahrzeugkontrolle. So, ich schreibe. Kollege? Ja. Hast du jetzt wirklich eine Ampel hinten drin im Auto? Hast du eine Ampel hinten drin, ja? Egal, alles gut. Ich bin mal kurz in Gedanken, ja? Soll ich die Zentrale machen? war denn genau? Peter, wo sind Sie? Sind Sie im Gefängnis? Junge, was sage, wie kann ich mir so einen Sticker auf Fahrzeug tun? Da müssen Sie ganz nach unten kommen. Da steht ja, Crew und Leben kostet 10.000 oder so GTA Dollar. Entweder da, nein, das kostet 0 Dollar. Also wir gehen auf Lackierung und dann steht da Crew Emblem. Und dann wird ja, also bei mir war es auf jedem Auto Nudeln. Naja. Ja, steigern, mach es. Oder, ich denke Glücksfahrt, ich bin nicht klar. Ey, was ist das für ein Schmutz? Ich bin noch nicht mal Crew Rang 10. Auch an meinen anderen Crew war ich Crew Rang 90 oder so. Verarsche. Oh. Sorry. Sind die Schüsse gefallen? Also, sie kriegen Schadensersatz von 1.000. Fand ich den Einsatz wirklich hinterher. Ja, wenn ich will, das Auto auf dem Aufsitz ist. Ich warte jetzt. Ja, voll ist das zu gehen. Bei mir mit Streifen fand ich jetzt mein eigenes Auto. Geil, das ich bin in der Zentrale. Ich fahr nochmal kurz zum LSPD. Ist das Casino gerade aktuell auf dem Jahr noch, oder? Treaty. Sag mal bei mir ein. Sag bei mir ein einfach. Warte, wenn es die kurze Person ist, dann... Ja, ich bin hier mit schon. Sag, der, ich bin hier. Ja, ich gerade wieder mal, weil ich fast wieder. Ich hab geschossen, niedergeschnitten. Wiederbelebung. Ja, ich fahre jetzt so einen Tank. Niedergeschossen. So, da sind die Personen so. Eine Frage, wie wär's, wenn wir das offen werden? Ich bin noch mit mir. Kommando Einsatzzentrale rum, also mit einem Terabyte. Ja, da geht man daran nicht, da ist ein Faktor, das ist zu nah. Vier Minuten. Der Kollege im Auto, seien Sie jetzt leise. Nein. Nein, ich meine den Herrn bei mir im Auto. So, ich bin wieder da. Ja. Ey, ich komme nicht rein. Ah. So. Mitkommen. Übernehmen Sie die Person bitte, dann kann ich die einmal mit. Mhm. Ich muss die einmal zusammen. Natürlich. VPX. Ja. Ja, und zwar, ich habe zwei Ideen und eine Frage. Also zu dem einen, jetzt der gerade abgeführt wird. Ja. Irgendwie, dass wenn er jetzt noch länger als 7 oder 10 Minuten hier sitzt, dann will er irgendwie eine Beschwerde machen, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall hat er, ich weiß nicht, ob Sie da noch in Gedanken waren, aber wir haben einen Flüchtigen, der gestern bei einer Führerschein- und so Kontrolle, also Verkehrskontrolle abgehauen war, gefunden. Der wurde dann niedergeschossen, dann haben wir die Medic gerufen, der wird jetzt gerade behandelt. Dann wird der Medic mich anrufen, den werde ich den dann abholen und dann kommt der in die Zelle. Ja. Zu dieser Person da unten weiß ich jetzt nicht, was mit der ist. Die will irgendwie die Rechte hören, sonst noch was, keine Ahnung. Hat uns jedenfalls bei der Besprechung mit dem Medic, seit ich mit dem Medic geredet habe, gestört. Hat den Mittelfinger gezeigt, herumgeschrien. Dass er Hilfe bräuchte und sonst noch irgendwas. Und ich hätte gleich eine Idee, wenn wir irgendwie mehr Leute sind oder so, dass dann, dass wir eine hier Geschwindigkeitskontrolle am Würfelpark machen, das heißt, dass ich zwei an eine Straßenseite und der andere an der anderen hinstellt. Und wenn die dann zu schnell fahren, dann gucken wir, welches Auto die haben und dann versuchen wir. Ja, halten Sie sie an. So, jetzt werde ich erstmal kurz ihm seine Rechte vorlesen. Einen Moment. Ebenso. Ich steig einfach vorne ein, weil hinten Boxen schnell steigen, mir geht's gut. Ja. Bitte, bitte hinten rein. So, Herr Mohammed. Die hören mich, oder? Kommen Sie einmal her. Die hören mich sicher. Herr Mohammed, kommen Sie mal bitte an die Zellentür. Er will doch seine Rechte hören und die wollte ich ihm gerade vorlesen. Ja, jetzt hat das Spiel verlassen. Sein, dass es gab ja vielleicht so einen Streitschutz, und dann hat er vielleicht irgendwas so am Beginn so gesprochen. Ja, ja. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich wechsle jetzt auf Zeitcharakter. Die werden angefunkt. Wir machen gleich Fahrzeugkontrollen am Würfelpark. Wir positionieren uns da Streife 1 macht dann da Fahrzeugkontrollen. Nennen Sie mir dann das Fahrzeug und Fahrzeugkennzeichen. Frage jetzt. Oh, einer kommt mit Fahrrad rein. Hilfe, Bombe, Bombe, evakuieren, evakuieren. Fahrrad rein. Hä? Wer war das mit dem Fahrrad? der Kollege, wenn es irgendwie schlimmer werden sollte, oder sie merken sollten, es war kein Gebiet, sondern die irgendwie... So. Zentrale Stadt 1 hat mich am Möwenpark positioniert und wartet auf... Ich hoffe, es fährt jetzt gerade keiner alleine auf Streife. Nee, wir sind gerade im... Streife 1 ist ein Zweierstreifen mit zwei Fahrzeugen, aber sind beide die ganze Zeit nebeneinander. Ich möchte aber, dass in einem Fahrzeug einsteigt. Ah. Herr Montana, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich komme jetzt gleich vorbei und helfe Ihnen. Der hat gerade einfach mal ein Fahrrad überschlagen gefahren. Sie haben es in PD reingestellt, der Herr. Er wollte es ihn, glaube ich, nur rausbringen, mehr nicht. Wissen Sie? Na gut, dann schönen Tag noch. Nee. Ich mach mich jetzt auch auf den Weg, Streifen 2. Momentan noch mit Karkheim, ich tue gerade noch rein. Ja. Mit mir. Wollen wir mit dem PD-Wagen fahren oder mit dem... Ja, mit dem PD-Wagen. Zentrale hat sie nicht richtig verstanden, was nochmal? Also, Commissioner, Herr Frankfurt und wiederher die fahren in einer Straße. Toxant einsteigen, bitte. Ich bin getauft auf Straße 2. Toxant. Der ist den Gedanken. Oh. Dann steigen Sie mal bitte vorne ein. Kollege. Warum? Ja, warum sitzen Sie hinten? Sind Sie Gefangener? Habe ich Sie festgenommen? Ja, aber wir haben ja gerade keine Schießerei. Ach du Scheiße. Komm, der halten wir mal kurz an. LSPD, darf Herr auf dem Partner bitte anhalten. Hey, ich bin über den Bürgersteig gefahren, über den Ding. Ja, aber die Ampel war rot. Ja, die waren, aber nicht die Fahrradampel, also gucken Sie mal, die Gegenteil-Ampel war grün gerade hier. Ich zeig Ihnen das. Diese Ampel hier war rot. Nein, es geht mal um diese kleine Ampel. Die kleine Ampel, bitte bleiben Sie stehen, bitte bleiben Sie stehen. Die war besser ein Ritterwurzel. Was? Bei mir gerade wurde es so angezeigt, dass man rüberfahren darf. Dann vertraue ich ihm mal, aber nächstes Mal bitte aufpassen, ja? Gut, dann noch einen schönen Tag. Steigen Sie aus. Aussteigen oder Knall? Steigen Sie aus, schalten Sie den Motor ab oder wir schießen auf Ihre Reifen. Was sagen Sie dazu? Alter! Ja, Kollegen, das ist die Person, die in die Brille kommt. M10, kannst du mal bitte was gegen dein Headset machen? Weil es nervt ein bisschen gerade. Wie ist Ihr Name? Hallo. Die Person sitzt bis sein. Warte mal. So, wem gehört diesen schwarz-weißen Sportwagen? Die Person ist von PD. Also, ob ich das Fahrschild angemeldet habe, gerade im Computer. Hallo, wem gehört das Fahrzeug hier? Können Sie es bitte wegfahren? Das ist kein öffentlicher Parkplatz hier. Dann nehmen Sie die Maske ab. Ja, aber nicht hier parken. Da drüben in der Straße oder da, aber nicht hier. Das ist kein öffentlicher Parkplatz, die gehören dem Polizisten. Mann, ey. Kollegen, habt ihr soweit mitbekommen, dass diese Person bis 22 Uhr ins Gefängnis geht? Nee, ich hab's bei Ding. Flucht bei der Verkehrskontrolle und Flucht, also nochmal Flucht. Bei Fahrzeug anmelden, er hat einen Punkt drauf. Das Auto heißt Topmolch? Ja, genau. Kennzeichen ist... Nee, das macht nicht das hier. Richtig? Nee. Okay. Ja, okay, und dann welche Fraktion gehört das Auto dann? Okay, und ihr Name ist MSAA? Okay, ja, dann sind sie da eingesprochen, würde ich mal sagen. Oder haben Sie da was dazu gesagt, Kollege? Ja, ne, ja, dann ist nicht schnell gefahren, aber so. Habe ich nicht direkt in das Fahrzeug. Nein, ich kann dir zeigen, mein Kofferraum ist vorne in der Motorhaube. Vorne. Oh. Fahrzeug, Schleife 1 und 5 Fahrer. Schleife 1 und 5 Fahrer. Andersrum. Leitstelle für Streife 1 heißt es. Leitstelle an Streife 1. Kollege, fahr mal bitte zurück zum LSPD. Irgendwie schon, ja. Irgendwas ist da komisch, der reagiert nicht. Im Funk. Fahr mit Sondersignal. Irgendwas stimmt da nicht. Bei Leitstelle muss man reagieren. Polizei schließt sich auch gleich da an. So, was ist mit der Leitstelle jetzt hier? Nein, nicht weg sein. Hä, wo ist die Leitstelle? Kollege, ich hebe sie gleich auf fest. Leitstelle für für PD 92, komm. Kollege, lassen Sie das oder ich nehme sie noch fest. Ernst gemeint, ja. Okay, gute Nacht, schönen Tag noch. Leitstelle? Beide Kollegen, hören bitte auf damit. Ja. Warum reagieren Sie nicht, wenn man nach ihm funkt? Ich hatte gerade ein Gespräch. Nix mal reagieren, ja. Ja, ich kann jetzt was für Sie tun. Ja, Sie wurden von Streife 1 angefunkt. Nicht von uns. Ja, haben Sie uns nicht so... Es heißt immer, falscher Funk, ja, Sie haben falsch gefunkt. Gerade, Streife 1 hier, ich wollte gerade sagen, dass wir die Fahrzeugkontrolle abgeschlossen haben und wieder auf Streife sind. Sie haben falsch gefunkt, Leitstelle. Fragen Sie die Zentrale. Es heißt... Nein, 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 nein. Ihr funkt total falsch. Es heißt Leitstelle, nicht Zentrale. Achso, okay, Leitstelle. Und dann heißt es immer, wenn man die Leitstelle zum Beispiel anfunkt, Leitstelle für Streife 1. Kommen. Leitstelle? Leitstelle hört? Ich würde gerne ins CB reingehen, um mich umzuziehen, um mit der Streifbahn durchzufahren und so. Sie sind eigentlich eingeteilt, dass wir gucken bei dem Commissioner. Hey, dieser Felix ist auch mal da, wo ich bin. Und außerdem ja, müssen Sie sich fragen, wenn Sie ins PD rein wollen. Wieso? Hä? Da braucht man nicht fragen. Ja, ja, dann lass uns aber mit dem... Lass uns mit dem Dingens machen. Leitstelle für Schleife 1. Nein. So, dann, Kollege, fährst du los oder soll ich fahren? Ja, ich wollte mir pumpen, dass sie losfahren. Nee, brauchst du nicht. Wir geben heute 10 Minuten unser Standort Bescheid. Ja, und jetzt wird erstmal die Leitstelle aus dem PD rausgeschmissen. Die Leitstelle müsste erstmal weg vom PD. Nein, alles gut. Der Herr Montana schließt gerade das LSPD oder der Start, besser gesagt. Der macht's aber gleich wieder auf. Streife 2 bitte kommen. Wir Streife 1. Streife 2 hört? Streife 2 hört. Wir bleiben hinter euch. Negativ, wir teilen uns auf. Okay. Streife 2, wir Streife 1, ich überhole und kapituliere an hier ganz verstanden. Streife 1 für Leitstelle, Leitstelle für Streife 1. Die Leitstelle gibt es im Moment noch nicht, weil die Schule. Ja, aber er kann ja trotzdem Leitstelle machen. Weiterhin. Können wir noch mal angucken, bitte? Leitstelle für Streife 1, wir verfolgen gerade verdächtig einen. War das? War Dreitürer? Gibt's Dreitürer? Ja. Dreitürer ist. Bei Türen ein Kofferraum. Ach so. Welche Farbe? Schwarz-Weiß. Oder ich meine schwarz-schön. Automarke bitte? Oh, unbekannt. Okay. Position? Unbekannt. Der Beifahrer kann ja zufälligerweise auf die Karte gucken, wo euer Ort ist. Du Scheiße. Ja, die streiten sich gerade alle, Digga, weil die verlassen wollen. Ja. Wissen Sie die Farbe noch mal bitte? Schwarz. Ach so, schwarz. Der hatte einen Orange. Ja, die diskutieren gerade, das ist ein Hobby für Sie. Den orangen Wagen habe ich auch gesehen, das war ein... Das war ein Karin Futo in Orange mit Heckspoiler und auf... Hab ich gesehen, da, ihr sagt schwarz? Ja, das war ein anderes Fahrzeug. Und dann gab es noch einen Karin Futo in Orange mit Heckspoiler. Ja, den habe ich gefunden. Auf meiner Position. Okay. Getönte Scheiben, oder? Getönte Scheiben, ja, Orange mit Heckspoiler. Tuning. Streife 2, C20, Pazifik... Nee. Streife 2, 1020, Schwimmbad. Streife 1, ich lege Ihnen Fußfesseln und Handfesseln an. Ich ziehe sie immer sagen. Und Ranger Karin Futo gesichert. Der Herr, geben Sie mir mal gleich Ihre Schlüssel für den Karin Futo. Das heißt Fahrzeugzugang auf jeder. So, ich hole gleich den Karin Futo ab. Kann einer, ist es für dich schon wieder offen? Weiß ich nicht. Ja. Ja, für Tankstelle ist offen, lass mal zur Tankstelle fahren. Ja, gleich. Kollege, lass mal kurz zur Tankstelle fahren, ich muss da mal kurz was klären. Lassen Sie mich mal fahren. Ich weiß zufällig. Stellen Sie sich einfach hier an. Warum rutsche ich denn nicht rüber? Oh. Ich Ich muss da was klären mit dem Besitzer. Deswegen. Oh, endlich ist der Besitzer mal da, dass ich mal mit dem reden kann, ey. Ich fahr auch mal zur Tankstelle, ich muss gleich das Auto öffnen, gleich da rein. Wo ist die Tankstelle? Auf Spinitos Position. Wie weit ist der jetzt? Digga, Spinito hat auf Karte. Ich dachte, das ist wegen der Sache mit dem, ja, dem Liefstoff-Scroll. Wo ist die Position? Da, wo er steht. Also, du kannst auf Karte gucken, wo er ist. Spinito. Ja, oh. Ich will da unbedingt was klären, ey. Schreibe 1 bis Zentrale, 2,5 Kilometer entfernt. Da müssen sie nicht durchfahren, für das ist kein Tatort oder so. Bleibt ihr kurz im Auto? Bleibt ihr kurz hier? Da hat jemand Macht. Hallo? Guten Tag. Hallo? Ja, guten Tag, kann man helfen. Ich würde gerne was einkaufen. Eigentlich vorgedrängelt! Ich würde mir ein Bier einkaufen. Ein Bier abstand. Ein Bier irgendwie. Was macht die Leitstelle jetzt eigentlich? Nee, 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 nee. Die sind die Leitstelle. Sie müssen wieder zurück zum PD. Jetzt. Mann. Ja, trotzdem. Ab zum PD. Sie sind die Leitstelle. Jetzt. Waffe runter. Und Herr Commissioner, ich muss aber gleich zu meinem anderen Job. Ich muss das Autohaus öffnen. Waffe runter oder ich lebe sie. An dem war auch Leitstelle. Aber wenn halt nicht auf PD. Ich hab nicht. Ich will keinen von euch umbringen, wa? Kommen Sie mal in den Parkkanal, wenn Sie verstehen, wie ich meine. Können Sie die Waffe wegpacken, der Herr? Ja. Na, wo? Dankeschön. Inventarkanal, verstehen Sie? Ich muss mal kurz was machen. Der hat doch auch seine Waffe als Träger draußen. Und wir haben uns jetzt. Ja, also dann darf ich doch meine Waffe in die Hand nehmen. So, wieder bitte jetzt. Gut. Ich wollte am Ende kaufen. Was denn noch alles? Nein, Leute. Hallo, können Sie mal die Waffe wegpacken, der Herr? Ich gehe jetzt auf den Dienst. Ah, unnötig, aber okay. Ja, ich muss essen. Okay. Dann viel Spaß. Ja. Ja, okay, und das ist jetzt. Gut, dann schön, schönen Tag noch. Hallihallo, Herr Montana. Brauchen Sie hier irgendwas oder draußen? Reparaturmäßig können wir das machen. Cola kostet $3 oder so. Also folgendes, es hat was mit Mechaniker zu tun. Bauen Sie Notfallknöpfe in Polizeiautos ein. Ja, kann ich das hier machen. Ja, aber es müssten sie eigentlich bei jedem Polizisten machen, also das würde ich machen, wenn genug im Dienst sind, wissen Sie? Also, die werden aktiviert, das hab ich bei meinem Buffalo, die aktivieren sich, wenn man nach einer Weile nicht mit dem Auto fährt oder auf dem Sitz sitzt und dann wird halt ein Paramedic alarmiert, automatisch. Ja, ich kann das einbauen, aber... Ja, nehmen Sie bitte die Waffe weg. Aber nicht bei jedem Auto, weil dann würde ich das strafbar machen sollen. Kann das bei einem Auto machen. Ah, es wäre gut, wenn es bei jedem wäre. Ich würde es natürlich auch selber bezahlen, natürlich. Reparatur. Bei jedem finde ich halt auch ein bisschen übertrieben. Also ich kann das gerne bei jedem auch machen. Ich hab das ja schon. Ich aber einem auch nein, die Waffe wegmachen. Deswegen würde ich mich nicht strafbar machen. Ich könnte auch nochmal mit dem Präsidenten sprechen, wenn er mal wieder wach ist, was er davon hält. Und dann würde ich mich nochmal an Sie wenden. Mache ich. Dann noch einen schönen Tag, ne? Wo ist unser Streifenwagen? Hey? Ja, wäre gut. Ich muss mal kurz in... Ist da noch jemand von uns drin? Nee. Alles gut. Ich würde dann die Leitstelle gleich übernehmen. Ey, der Dude hat mir schon wieder die Waffe drauf. Packen Sie die Waffe weg jetzt. Oh, falsche Waffe. Hallo, hallo, können Sie mal aufhören, Alter, was soll das? Hört jetzt mal auf mit dem Scheiß. So, Sie lassen jetzt die Waffe weg. Mein Kollege hat nur die Waffe, weil er meinen Laden geschickt hat. Aber dafür braucht man doch keine Waffe. Dafür kann man das LSPD... Nein, das habe ich ja auch nicht gesagt, dass er ihn dafür schlagen soll, oder? Ich habe nur gesagt, er soll seine Waffe abnehmen. Wir haben doch nicht mehr alle... Waffe weg. Und das ist immer sowas, kann man auch das LSPD rufen, oder? Mann ey, man versucht hier was friedlich zu klären. Was war das gerade notwendig, Herr Montana, dass Sie auf uns spucken? Ich habe auf den Boden gespuckt, aber das ist... Sie haben in unsere Richtung geguckt. Ich habe auf den Boden, ich könnte doch gucken, ich gucke nicht an. Nee. Ich hab's gerade friedlich versucht zu klären, oder? Ja, dann darf ich ihn auch verschlagen. Warum darf ich ihn jetzt schlagen? Wenn ich ihn schlage, werde ich festgenommen, ne? Ist wieder da. Die scheiß Polizei, ja, Alter, guck dir das an. Da ist sogar zu wissen. Steig ein, Kollege. Sie haben keine Beweise. Ja. Mhm. Dürfte ich mit den Herren, im Auto, also mit Mario Krieger und mit einem anderen Kollegen, dürfte ich mit denen auf Streik fahren? Ja. Okay, super. Übernehmen Sie die Leitstelle? Ja, mache ich. Also ganz ehrlich, wenn er anfängt zu beleidigen, dann ist doch klar, dass ich auch zurückbeleidige sozusagen. Ja, wir haben schon 10.000 Mal gesagt, dass er die Waffe wegpacken soll. Das macht er immer auch. Und ich bin freundlich zuerst geblieben, aber sobald... Er wurde sehr, sehr aggressiv uns gegenüber. Hat uns sogar beleidigt. Ja, am Anfang so zweimal, dann sind wir noch nachgegeben, aber dann... Irgendwann ist auch meine Geduld zu Ende. Ja, juckt mich nicht. Ich hab den Dude aber auch nur den Kerl auch nur geschlagen, weil wir mehrmals gedacht haben, wenn er in die Straße reinkommt, dann werden wir ihn einfach mit dem Laden. Ja, also war der Kerl. Dann hat er ja nicht mehr draußen und hab ich ihn geschlagen. Mit Abend. Ja, das ist gut. Ja. Ja, was macht denn der hier? Warte mal. Kann ich ihm weiterhelfen, der Herr? Hallo? Können Sie mal bitte ein bisschen lauter reden? Ich verstehe Sie nicht. Fahren Sie dann noch mal kurz. Lauter! Ich verstehe Sie nicht. Nein, sie sind total leise. Hallo? Noch lauter. Bin noch lauter. So, was, wie kann ich ihm weiterhelfen? Der Kollege hat letztens stehen bleiben. Welcher? Gute Frage. Hier im Auto, der wollte doch genau, wenn ich richtig verstanden habe, schnell gefahren bin, glaube ich. Ja, genau. Dann dürfen Sie jetzt gehen, der Herr. Okay, danke schön. Bitte schön. Ebenso. Ja. Ich bin mal kurz in Gedanken, also Leitstelle kurz Standby. Okay. Ah, perfekt. Check. Ja, Fahren wir dann hinten weiter nach dem Seite, was müssen? Die Tore sollten sich öffnen, ja genau, da fahren wir auch rein. Auch kommt wieder raus. Das Auto ist jetzt nur für kurze Zeit geschlafen haben, und wir fahren nicht so raus. So, Zentrale ist jetzt immer noch da, aber halt ein Autoverkäufer. Der oberste Staat hat gesagt, wir sollen heute das Auto aufmachen. Ja, Zentrale, aber trotzdem, Zentrale, der wird wahrscheinlich aufarbeiten. Ja, ich habe da jetzt Polizeisitting hier. Okay, Zentrale, wir hatten den gerade jemanden aufgegabelt, der kommt dann an der Zentrale dran. Und ein Mitglied von ihm auch. Zentrale soll ich dann über Zentrale Stelle 1, soll ich dann zum Schluss nicht gleich das machen, weil... Ja, machen Sie das mal bitte. Karin Futo, sobald ich weiß. Ja, genehmigt. Okay, warten Sie kurz, das ist mir nochmal das, sag schon. Kollege, bleib. Kollege, ich bin mal für die Geise. Entschuldigung, der Kollege nimmt noch eine Leitstelle. Leitstelle hört. Wie ist das Kennzeichen von dem Karin Futo? Also wie heißt das? 25 ALB 874. Genau, das ist richtig, okay. Steht doch so genau da. Lackierung rot, oder? Steigen Sie aus, was passiert? Eine Person ist einfach so raus angefahren und hat einfach so Leute angefahren, also die Galge hier, hinter den Zähnen angefahren mit dem FIB und schießt hier gerade im Wild um sich herum, nimmt seine Pille und bringt sich selber um. Ja. Ignoriert einfach so. Der war schuld, Alter. Das tut mir dann einfach den Support weitergehen. Mach mal nicht ein Klickfahren. Ich bin schon da. Was denn? Ihr habt sofort gerufen. Die Person, die hier gerade eben reingefahren ist, ist in den Verdächtigen einfach so, hat den einfach so überfahren, hat herumgeschrien, oh mein Gott, ich hab vor dem gemacht, vielleicht ist es eine T90 Zombie? Genau, die Person da. Ja, der will, dass er gebankt wird. Ja, okay, vielen Dank. Auch wenn die kein So, Leitstelle ist wieder da. Ein Kollege von uns ist gerade geführt. Oh. Wir brauchen die genaue Position, Der Kollege steht gerade vor mir, also ich habe gerade den Kollegen gesichtet. Wo sind sie genau, an der Pillbox. Nee. Ah, okay, ich bin hier. Wir fahren jetzt. Guck mal, für dich... Wir hatten eine Waffe. Marco, da du mich angerufen hast, hab ich gesagt. Der hat mich bedroht. Der Montana hat den Herrn geschickt, das sieht man an seiner Kleidung. Warum? Na, weil Marco hat mich angerufen, da konnte ich mich gar nicht mehr singeln. Aber ist jetzt auch egal, die werden sowieso singeln. Ich hab einen Notruf abgesetzt. Ja, bei mir. Medic ist angerufen, Medic ist angerufen. Der Typ hat schnell, der Typ ist schnell. Wo ist unser Kollege, der umgebracht wurde? Hier. Unser Kollege ist verwundet und der Typ ist hier niedergeschossen. Medic ist unterwegs. Schöner Bahnfahrtstück. Ja, er wollte mich umbringen. Was ist aufgehen? Jetzt ist die Maske zu. Ich hätte zum PD, Digga, was ist denn falsch? Ich sehe den Medikwagen, ich sehe den Medikwagen. Ich hab mal gelesen. Jetzt direkt aufsteigen geht. Ja. Medic. Ich weiß, der muss jetzt nur noch zum PD kommen. Ah, da kommt er gerade. Er kriegt 45 Hub Langweil. Einen Moment. Ich muss da was klären. Ja, die beiden. Spreche ich da mit Dr. Fruchtzwerg? Der Herr Johnnyman, ehemaliger Johnnyman, ist da. Er sitzt gerade bei uns in der Zelle. Was ist mit dem Gerichtstermin? Keine Ahnung, ich werde offiziell der Gerichtstermin angegeben. Ja, wollen einer fest gemacht werden, meiner aktuell. Es ist eine Menge, die gegen ihn angeklagt wird, ne? Ich sage, dann müssen wir auch ein bisschen Gerichtstermin noch machen. Dann würde ich sagen, heute Abend 21 Uhr? Ja. Okay, dann sage ich ihm das. Achso, immer eine Sache. Ja? Vertrete ich ihn ja, ne? Nee, sie haben doch die Anklage geschrieben. Ja, ich will meine Anklage ja nicht mehr stellen, also wenn, dann müssen sie ihn verklagen. Okay. Ja, das sind da schon einige Punkte. Das heißt, dann würde ich ihn vertreten, wenn er einen Anwalt braucht, will er ja schützig machen. Ja, ich spreche gleich mal mit ihm. Okay. Gut. Bis dann. Ciao. So. Herr Ali. Oder Mohammed, keine Ahnung, wie sie heißen. Ja, ich bin wieder falsch. So. Der hat vorhin verlassen wegen mir, weil ich ihn auseinandergenommen habe. Der Herr? So, ich lese Ihnen jetzt Ihre Rechte vor. So. Sie haben das Recht zu schweigen, was Sie sagen kann und wird gegen Sie verwendet werden vor Gericht. Sie haben ein Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich keinen leisten können, dann wird Ihnen vom Staat gestellt wird. Das sind die Rechte, die ich Ihnen gerade vorlese. Weil ich das gerade übernehme, weil die Kollegen gerade nicht hier sind. Wenn die das gerade nicht machen können, dann übernehme ich das. So, und heute Abend um 21 Uhr haben Sie Ihr Gerichtstermin. Sie können gerne sich einen Anwalt dafür nehmen. Was? Wir hatten gesagt, dass Sie dürfen, gehen dürfen. Sie dürfen jetzt erstmal bis heute Abend zu Ihrem Gerichtstermin hier in der Zelle sitzen. Sie waren schon auf Bewährung. Gegen Ihre Bewährungsauflagen haben Sie schon verstoßen. Was ist FELAP? Kennt jemand FELAP? Also ich kenne kein FELAP. Also ich glaube, er meint, man hat gegen die Regeln des obersten Staates gebrochen. Also ich glaube, der Herr meint, man hat die Regeln vom obersten Staat. Kenn ich nicht. So, Sie haben jetzt trotzdem gegen Ihre Bewährungsauflagen verstoßen. Vorgestern haben Sie sich sogar mehrfach geweigert mitzukommen. Das reicht schon. So. Leute, ihr müsst mir bitte mehr zuhören. Der Typ ist, jetzt... Digga, er heult schon fast, Digga. Marco, was ist? Er ist aber selber schuld, ganz ehrlich. Er hat... Den ihr hier festnehmen wolltet, der ist jetzt aus der Stadt raus. Ich hab das mit ihm schon abgeklärt. Er hat eine Strafe gerannt. Der alte ist am Ende weg. Geht nicht anders. Er muss jetzt weg, schnell. Deswegen. Okay, Kollege, wir sind wieder auf Straße. So, Straße 1 wieder frei. Check. Straße 1 ist wieder unterwegs. Ich hab jetzt gerade vom Staat 1,2 Millionen geholt. Ist sehr schön, oder? Jetzt bin ich Milliardär. Was? Wieder bei mir einsteigen. Was? Was hast du? Ich habe mir Geld vom obersten Staat geholt. Schafhart. Okay. Ja. Was ist eine StarCard? Kennt es jemand? Ja, Geld vom obersten Staat. Das kommt vom Heimland. Ach, Lobbys, glaube ich, zu. Ja. RPs, der Staat ist zu. Ja, nice. Entschuldigung. Feld RP, das gibt einen Wahn. Du killst nach RP. So, der ist RP zu. Noch kurze Frage. Wer ist eigentlich auch mit einem Dominator-Kick? Ich habe einen und noch ein anderer Kollege, denke ich. Leute, Lobby ist zu. Ich denke nicht, nein, dafür gibt es spezielle Fahrzeuge. Eigentlich nicht, nein. Und ich habe gerade eben jemanden gesehen, der war und auch hin bei einem Schusswechsel, da habe ich einen Officer mit dem Wagen gesehen. Bitte haltet euch an die Regeln. Ja, ich bin auf dem LSPD und ich bin aufgebaut gekommen. Ja, okay, dann tue ich mal die Lobby verlassen, weil der RP ist zu OOC, ne? Wieder. Oha. VPX Nixi und Twitch-Pain auch Lobby verlassen. Es ist scheißegal, einfach Lobby verlassen jetzt. Zakaria Lobby verlassen. Kannst du auch mal netter reden? Und übrigens für dein Support-Ticket auch ein bisschen unnötig. Natürlich, du hast dich vor ein paar Tagen geweigert, festgenommen zu werden. Du hast die ganze Zeit Kopfnüsse verteilt. Das ist schon, und dann hast du noch mehrfache Beamtenbeleidigung gemacht. Und das, du hast deine Bewährungsauflagen verstoßen. Ich hab's dir gerade eben erklärt, du hast vor ein paar Tagen hast du dich geweigert, festgenommen zu werden. Du hast die ganze Zeit Beamtenbeleidigung gemacht. Trotzdem ist deine Bewährungsauflage weg. Du hast sie verstoßen. Du hast die ganze Zeit beleidigt, pausenlos. Das ist Beamtenbeleidigung, was du da gemacht hast. Du hast damit deine Bewährungsauflage beendet. Und das reicht schon dafür, dass du in den Knast kommst. Es geht darum, wir haben letztens versucht, Zakaria festzunehmen. Er hat die ganze Zeit Kopf... Twitch-Fan, du lässt mich ausreden. Wir haben ihn die ganze Zeit versucht mitzuziehen. Er verteilt die ganze Zeit Kopfnüsse. So, ist doch klar, dass er dann auch seine... und beleidigt natürlich alle Polizisten als Hurensöhne. So, und dann hat er somit auch seine Bewährungsauflage verstoßen. Und ist dann auch klar, dass er jetzt im Knast sitzt. Ja, er war auf Bewährung. Er hat mir $10.000 gezahlt. Sei froh, heute Abend ist der Gerichtstermin. Gegen dich. Ja, ist halt so. Das werden wir sehen. Und warte mal, was für dich gilt. Hallo. So, was mit dem Rest der Lobby? Warum sind die noch nicht raus? Ich schnapp mir die gleich, Alter. Trax Malik? Achso, der ist an der Party wahrscheinlich. Ja, ich seh dich. So. Ich habe jetzt den einen, diesen Felix habe ich jetzt geschrieben, Lobby verlassen. Wo hat er jetzt hier verlassen? Nee, er ist immer noch da. Ja. Jetzt beschwert er sich gleich. Nee. Trax Malik ist ja auch noch da. Ich habe ihm gesagt, Lobby ist zu, er soll verlassen. Oh. Unnötig. Vor allem Kevin der Grase war ja mit seinem Fake-Account vorhin bei mir im Livestream, ne? Nachdem er gekickt wurde von Spinito. Ja, ich hätte gerne wieder mitgespielt. Nee. Hat er zugegeben, dass er das war? Ja, hat er. Oh. Alter, Zakaria, verlass jetzt die Lobby, RP ist vorbei. Ich weiß, Lukas, dass du es bist. Sorry, dass ich noch nicht geantwortet habe. Moin. So, wen haben wir denn alles? LSPD, FIB, Virus. Ey Marlon, ich habe bald die 100 Abonnenten erreicht. Bei YouTube. Ja. Hast du mich auch schon abonniert? Besser so für dich. Wie habe ich denn jetzt schon? Ich guck mal kurz. 92 Abonnenten habe ich jetzt schon. Wie hieß der Typ, der mich hier gerade gekillt hat? VZ, keine Ahnung. Ja, genau. Ist der LSPD oder? Nicht, dass ich's wüsste. Ich glaube, der ist FIB, wa? Sicher? Warte mal, ich guck mal kurz. Könnte auch sein, dass er ganz normaler Staatsbürger ist. Beim Regelwerk hinschreiben, dass wenn die Lobby soll, weil es steht einfach nicht mehr drin. Ja, generell rausgehen aus der Lobby. Ja, dass man niemanden mehr killen darf. Ich weiß nicht, warum es eigentlich noch drin steht. Also warum es nicht drin steht. Das ist eine gute Frage. Warum ist Zakaria immer noch in der Lobby? Ich guck gerade in der Spielerliste. VPX Sneaksy. Der war das. Der ist FIB Agent. Schreibt mal kurz Zakaria, dass er die Lobby verlassen soll. VPX Nixi. VPX Nixi war das? Ja. Und wie heißt der mit RP-Namen? Warte. Man muss schon wieder suchen, oder? Peter Meyer. Hallo? Bist du immer noch in der Lobby? Schönen guten Tag. Guten Tag, was ist weg? Ja, Lobby verlassen, RP ist vorbei. nur bauen wollte. Jetzt wird es cool, dass aber nicht für die Waffen erzählen würde. Es gibt Polizisten, die würden mich suchen und auch finden. Du könntest mich jetzt sowieso zurzeit nicht entführen. Naja, wenn du dich mal benehmen würdest und nicht so viel Scheiße bauen würdest, oder wenn man dich nicht erwischen würde, dann müsstest du auch nicht in Urhaft sitzen. Und außerdem bei manchen, im echten Leben sitzt du sogar für Mord lebenslänglich. Ja, im echten Leben, das ist ja das ist unnötiges Killen nach RP. Du bist... RP ist vorbei. Hey, was laberst du? RP ist vorbei. Lobby verlassen. Aber nicht in der Lobby. So.